wenig Licht hier, merke ich. Weil die Kamera fokussiert andauernd. Ja, genau. Wir begrüßen Sie bei Rettet Zylinderkopftechnik. Vor uns der Thomas. Der Thomas sagt sich schon wieder einen Film drehen. Eigentlich müsste ich eher arbeiten hier. Ja. Aber wir wollen mal berichten über BMW Zylinderkopf und Zylinderkopfmodifikationen. Und darüber wird dieses Video berichten. Und das ist unser Kandidat, den wir im Video dann auch letztendlich begleiten werden. Ja, Zylinderkopftuning ist mittlerweile wieder ein großes Thema geworden. BMW ist dafür eigentlich sehr gut geeignet. Wir haben auch sehr viele Anfragen, deswegen machen wir jetzt auch ein schönes Video mal darüber, was für Modifikationen gemacht werden können und wie es auch nachher aussieht. Vielleicht auch so ein Vorher-Nachher-Bild. Ja? Genau. Und wie eben schon gesagt, darüber wird der Video berichten. Hier ist also unser Kandidat, den wir begleiten wollen. Ja. Im Moment ist jetzt noch alles Serie. Der Kunde will da so ein bisschen Tuning betreiben. Ich glaube, der will auch mit Lade arbeiten, oder? Ich weiß es gar nicht. Als normalen Direktanspritzer laufen lassen. Okay. Also ist Fahrzeug ist ein E90, ja, also ein 3er BMW Zylinderkopf, oder der Motor ist ein N54 B30. Ja, also ein 3 Liter. Gut, wie im E90, E91 drin ist, in Z4, im F11er, überall stecken die Dinger drin. Ne? Genau. Okay. Richtig. So, und hier geht es jetzt darum, dem Kopf ein bisschen mehr Leistung einzuhauchen. Wir gucken uns mal die Kanäle bei dem an. Oder vielleicht fangen wir erstmal hier mit den dreckigen Kanälen von der Brennraumseite aus an. Hier sieht man natürlich auch schon alles. Wir haben einen Direkteinspritzer und hier können Sie im Prinzip auch schon das Elend des Direkteinspritzers wieder sehen. Wir haben den jetzt nicht explizit sauber gemacht, aber wenn Sie sich die Kanäle hier angucken, was da für ein Schmotter schon wieder drin hängt, ne, in diesen Kanälen. Das ist halt klassisch für diese Direkteinspritzer, weil hier sitzt die Einspritzdüse drin, der jagt seinen Kraftstoff praktisch direkt im Brennraum. Emissionstechnisch macht das von Vorteil sein, auch Kraftstoff erspart technisch von Vorteil. Aber wir haben halt das Problem, dass unsere Einlasskanäle nicht mehr gereinigt werden durch den eingespritzten Kraftstoff im Saugrohr. Genau, die versaudern dann durch die rückgeführten, entweder durch Abgasrückführung oder auch durch die Motorentlüftung, alles die ganzen Beigeise. Hier haben wir ja unser Hemmnis im Ventil, der Ventilteller oder die Tulpe, die ist das Hemmnis hier, und deswegen kommen hier die Gashäule zum Stehen und die Rußpartikel lagern sich ab, brennen fest und bauen sich eben Zug um Zug da auf. Gut, ist aber nicht das Thema, worüber wir mal berichten wollen, sondern wir gucken uns mal an, was wir für Modifikationsmöglichkeiten haben. Wir schauen hier in den Kanal rein, wir sehen, dass hier so ein Hinterschnitt damit unter dran ist. Kanalarbeit wird hier ein Thema werden bei diesem Kopf. Und ich würde sagen, wir gucken mal in die Einlasskanäle rein, schauen uns mal an, wie das von der Seite her aussieht. So, er will ja mehr Frischluft bekommen. Ne, das ist erstmal das Ziel, deswegen machen wir die Kanalarbeit und alles, was im Weg steht, die ganzen Bäume und Wälder, die kommen raus. Sprich Ventilführungen, die im Weg stehen, und auch Kanäle, die im Weg stehen. Jetzt ist das hier ein schwarzes Loch und die Kamera nimmt hier nicht allzu viel auf, weil eben alles dunkel ist. Haben wir eine zusätzliche Lampe da, Thomas? Ja, na klar. Komm, ich halte den Kopf mal gerade fest. Wir nehmen mal die Einäugige. Genau, so sehen wir jetzt mal, wie der Kanal hier drin aussieht. Und wir wollen also alles, das, was im Kanal praktisch hier im Weg steht oder was wir, wo wir Luft schaffen können, das werden wir auch entsprechend kanaltechnisch bearbeiten. Wir haben eben mal einen anderen Kopf daneben gelegt. So, die Kamera hat also wirklich Schwierigkeiten, hier scharf zu stellen. Ja. Okay, ist auch egal. Black Hole. Black Hole, genau. Weil wir wollen mehr Luft reinbekommen. Ne? Also Kraftstoff ist eine andere Geschichte. Ne? Dafür haben wir unsere Lambda-Sonde, dafür haben wir vielleicht später unser Mapping, das heißt die Anpassung des Steuergerätes. Aber erstmal ist das Ziel, mehr Luft reinzubekommen. Und wenn wir es dann schaffen, zu der Luftmenge auch eine entsprechende Kraftstoffmenge im Verhältnis zuzuführen. Lambda 1 wäre 14,7 Anteile Luft und ein Teil Kraftstoff. Wenn wir in Motorsport gehen, verändern wir diese Anteile, dann gehen wir so auf 13 Anteile, 12 Anteile Luft, ein Anteil Kraftstoff. Das ist aber dann eine Sache des Tuners und der abstimmt. Aber wir wollen also zu der Luftmenge, die wir reinkriegen, auch die Kraftstoffmenge dann erzeugen. Und wenn wir das als zündfähiges Gemisch dann auch auf der Reihe kriegen, dass der Motor das verdauen kann, dann kommt die Mehrleistung zustande. Also ist erstmal die Aufgabe, hier mehr Luft reinzubekommen, aber
Man muss beim Saugrohr eben beachten, wenn wir die Kanäle sehr viel größer machen, werden die Strömungsgeschwindigkeiten im unteren Drehzahlbereich langsamer. Das heißt, man kriegt dann eine schlechte Füllung. Und das ist dieser Effekt, wenn Sie auf dem Bergrenntreffen gehen und hören dann die C-Coupés da im Standgas wüst da vor sich hin brabbeln. Aber wenn die mal über 3000 Umdrehungen gehen, dann sind sie voll dabei. Dann hängt das mit den Nockenwellen zusammen, mit den Steuerzeiten und auch mit den Kanälen, die vielleicht riesengroß geworden sind. Und untenrum kriegen die einfach schlechte Füllung und deswegen wird der Leerlauf unrund. Aber gut. Wir gucken uns das jetzt mal an. Die Auslassseite sieht bei dem etwas anders aus als bei unserem Kandidat, den wir gleich mal anschauen, wenn die Kanäle entsprechend bearbeitet worden sind. Hier haben wir also auch entsprechende Löcher, wo man reingucken kann. Für Mäuse, die Berghöhlenwanderung machen wollen, ist das eine gute Geschichte hier. Ne? Gut, wir gucken uns mal einen anderen Kopf an. Was haben wir hier, Thomas? Ich glaube, ein N52 oder genau, was? Genau, hier haben wir einen N52-Kopf, der auch für den Motorsport umgebaut wird. Und der Kopf ist ein alter E36, ein 3 Liter oder ein 3,28 so. Was wir jetzt sehr oft machen, also wir machen natürlich auch Kanalarbeit händisch für bestimmte Motoren, wobei wir da relativ lange Lieferzeiten mittlerweile haben oder Vorlaufzeiten. Was wir aber auch sehr gerne machen bei Motoren, wo wir wissen, die kommen immer wieder, dann bereiten wir einen Kanal manuell vor, einen Einlass- und einen Auslasskanal, manchmal auch auf der Flowbench abgemessen, je nachdem, was der Kunde bereit ist zu investieren und welche Ziele er verfolgt. Und dann kommt so was raus, dann gehen wir die weg zur CNC-Bearbeitung. Und dann werden die Kanäle entsprechend nachbearbeitet. Was haben wir hier an Zuwachs? Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Aber wir sind 2 mm sind wir breiter geworden im Kanal. Und ungefähr auch so um das Maß höher, ja, oder? Ja, 1,5 sind wir höher geworden. Okay, ja. Also hier haben wir uns danach gerichtet, wie auch Alpina seine Köpfe entsprechend vorbereitet. Genau, Alpina-Motoren oder auch, Alpina. Diese Programme lassen wir dann für uns reservieren letzten Endes. Und die sind dann für uns abgespeichert, natürlich in Nuancen veränderbar, je nachdem für den Einsatzzweck. Wenn einer auf Maximalleistung geht, können die Kanäle noch was größer werden. Wenn einer sagt, ich will das Ding zum Fetzen in den Kurven haben, dann muss man gucken, dass die Kanäle nicht zu groß werden, um eben diesen Effekt Leistungsverlust in den unteren Drehzahlbereichen nicht zu stark werden zu lassen. Ja, und hier gucken wir jetzt mal rein. Ich versuche da mal so einzufangen. Die schwarzen Stellen sind noch die Stellen, die im Prinzip durch den Fräser nicht bearbeitet worden sind. Genau, die wurden nicht erfasst. Genau. Ne, also halt tiefer sind als... Genau, ne, aber wir wollen eine glatte Oberfläche haben und diese Taschen brauchen wir dann entsprechend nicht. Wir gucken mal von der Brennraumseite rein, damit man mal so ein Gefühl dafür kriegt, wie sowas dann aussieht. Die Sitze und sowas, da ist natürlich alles noch nicht bearbeitet, ist auch noch kein Motorsportsitz, der hier drin ist. Führungen sind im Moment draußen, weil die werden dann auch vom Thomas hier chronisch bearbeitet werden. Thomas, hast du wieder was zu tun? 24 Mal, ne? Okay. Ja. Brauchen wir nicht drüber reden. Das ist natürlich dann alles Arbeit, die am Ende auch sein Geld kostet. Also jeder 5-Euro-Betrag, der erstmal klein erscheint, ist immer mal 24. Und das darf man nicht unterschätzen. Das schiebt natürlich schon die Summen so ein bisschen an. Aber wir gucken uns mal die Bilder hier so an, damit man so ein Gefühl dafür kriegt, wie das ausgeräumt ist. Und der Vorteil bei dieser Methode ist natürlich für uns, nee, erstmal ist es kostenseitig, weil dieses Programm erstellen kostet natürlich sein Geld. Der wird praktisch abgetastet, dieser Kopf, dieser Grundkanal, den wir vorbereitet haben. Und dann wird der nachher auf alle übertragen und alle Kanäle sind gleich gefräst. Das ist natürlich schon arbeitstechnisch ein Riesenvorteil, wenn das Programm einmal steht. Und so sieht es dann aus. Und wenn wir hier in die Auslassseite gucken, ist das nicht anders. Also auch da erkennen Sie schon, dass sich da eine ganze Menge getan hat. Und die Feinarbeit werden wir jetzt entsprechend dann weiter korrigieren. Das heißt, wir gehen dann auch nochmal her, bearbeiten die Endoberfläche. Wobei die Rautiefe, die auch hier durch das Fräsen erzeugt wird, die ist nicht schlecht. Die ist eigentlich durchaus gewollt und sinnhaft. Ne? Und man muss immer gucken, auch da, was ist der Einsatzzweck. Aber grundsätzlich gilt heute, polieren ist Zeiten... Apfelbeck 1980, die sind vorbei. Man will also eine gewisse Rautiefe auf der Kanaloberfläche haben, um, ich sag mal, ansetzen, so dieses System Golfball zu simulieren. Ein Golfball fliegt deshalb weiter und schneller, weil er diese Taschen drin hat und in diesen Taschen bilden sich kleine Luftwirbel und die lassen den Golfball durch die Luft weiter und schneller gleiten. Und dasselbe haben sie im Prinzip durch die Rautiefe hier auf der Oberfläche. Es bilden sich kleine Luftwirbel und der Hauptstrom kann auf diesen Luftwirbel schneller und besser gleiten und Sie haben dadurch eine bessere Zylinderfüllung. Da gibt es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten der Oberflächengestaltung, aber das ist dann individuell zu schauen und so weiter. Ja, das ist so, wie es dann jeder gerne
machen möchte. Und ja, und die Frage, was er auch bezahlen kann und will. Ne? Genau, in welche Zielrichtung soll die Leistung nachher gehen? Was wird gefordert vom Kunden? Ne? Ja. Und dementsprechend handeln wir dann. Okay, Telefon klingelt schon wieder, es geht also weiter. So, gibt es sonst was zu sagen? Den Kopf bauen wir übrigens auch auf, das ist ein Parallel. Also, genau, wie gesagt, der ist für den Rennsport ist ja gedacht, der Motor, der ja gemacht wird, oder halt den Kopf, den wir hier haben. Ja. Den Unterbau hat der Kunde selber, aber der Kopf soll jetzt noch mitgemacht werden. Okay. Und der N54 genauso, da haben wir auch den Kopf hier nur und der Kunde baut sich das danach selber alles auf und dran. Gut, ja. Wir werden das begleiten und lassen Sie daran teilhaben und dann werden wir uns auch hinterher Zug um Zug, wenn man das Thema Führung angeht, wenn man das Thema Sitz angeht, wenn das Thema Kanalarbeit abgeschlossen ist, das werden wir uns Step für Step anschauen und vielleicht ist da was für Sie dabei, was ich sag mal Sie dazu verleitet, Ihr Hobby etwas intensiver und ausgeprägter zu betreiben und wir versuchen Sie dabei zu unterstützen, vielleicht den richtigen Kopf dafür zu bauen oder auch im Unterbau entsprechend zu helfen. Ob das jetzt Kuppelwelle wuchten ist oder sonst was, da sind wir für Sie dabei und ja, vielleicht werden wir auch mal ein Video über das Thema Kuppelwelle wuchten machen. Ne? Werden wir bestimmt irgendwann auch mal hinbekommen. Okay, wenn ich den kommt Thomas dazu verdonnere. Und, kommt Kuppelwelle wuchten, alles klar. Ja. Dann würde ich sagen, bis später. Bis später. So, bei uns im Abdrückbecken liegt ein M50-Kopf. Erstmal guten Morgen, Thomas. Moin, Lars. Ja, wir haben uns schon gesehen, aber das war jetzt gefaked für den Film, ne? Aber ist egal. So, also, wir haben hier einen BMW M50-Kopf aus Holland. Ne? Genau, von einem holländischen Kunden. Der Motor, das Fahrzeug wird im Motorsport eingesetzt. Und das Auto hat jetzt zwei Saisons, wie gesagt, ohne Probleme gelaufen, aber hat jetzt Probleme Wasser in Öl, Emulsionbildung. Und seine Werkstatt in Holland kam jetzt nicht mehr weiter und hat dann gesagt, der Kopf ist kaputt, der ist gerissen und wir waren jetzt seine Hoffnung, ob wir ihm helfen können. Aber Sie sehen es hier schon, da unten kocht was. Ne? Das sieht, ist aber keine Suppe, sondern, ich versuche das mal hier einzubauen. Genau. Das hier ist der Bereich, wo die Kopfschraube nachher drin sitzt. Man kann es eigentlich hier, so sieht es normalerweise aus, da ist eine Scheibe mit eingepresst. Ja. Die ist so verstemmt. Ne? Genau. So und hier ist schon die Stemmung, haben sie weggemacht, damit sie Scheibe rauskriegten. Und hier, genau im Radius, wo die Stahlscheibe aufsitzt, ist ein sehr harter Radius. Das ist kein schöner Radius. Aber so eine Sollbruchstelle, ne? Genau. Und genau hier im Radius, da bläst er uns raus. Ja. Gut, das würde bedeuten, dass wir hatten ja erst gedacht, als wir die ersten Informationen bekommen haben, dass wir hier eventuell mit einer Stahlhülse, die wir dann einschrumpfen, da arbeiten und so weiter. Aber das wird eine ganz andere Geschichte werden. Genau. Hier werden wir schweißen müssen. Unsere erste Vermutung war halt, dass wir hier im Schacht einen Riss haben. Ja. Ist das hier dein Leuchtstab hier? Oder das was? Ja, ist meine Ersatzreichsnadel. Die Ersatzreichsnadel. Ja. Nein. Wir haben hier alle einen Sprachfehler. Es kam ja auch schon mal die Frage auf, woher das denn kommt. Mit der Reichsnadel. Mit der Reichsnadel, ja. Ganz einfach. Ich hatte. Jetzt Thomas erzählt jetzt Geschichte. Genau, jetzt kommt meine Geschichte dazu. Ich hatte früher mal einen Lehrling mitgehabt und der war auf einem Ohr, war der taub gewesen. Und dann waren wir was am Zerlegen und dann sagte ich, tu mir mal die Reißnadel geben aus meiner Kiste. Und dann fragt er, was willst du haben? Die Reichsnadel. Ja, und seitdem ist das keine Reichsnadel, sondern eine Reichsnadel. Und wir wissen natürlich immer, was damit gemeint ist. Also nicht, dass irgendwelche Leute denken, wir hätten ja irgendwie eine etwas schräge Gesinnung. Nein. Haben wir nicht. Also wir sind da vollkommen normal unterwegs. Ein bisschen Spaß gehört mit dazu. Und seitdem ist eine Reichsnadel eine Reichsnadel. Spaß sein. Ja. Frei nach Roberto Blanco. Okay. Gut, also, was machen wir hier, Thomas? So, hier werden wir jetzt erstmal hingehen, das etwas freifräsen, um erstmal zu schauen, wo geht der Riss hin? Weil wenn der Riss hier in der Kante ist, hier haben wir diesen Schraubstopfen drin. Ich gehe mal von aus, hier wird ein kleiner Dom drunter sein, wo dieser Schraubstopfen mit gehalten wird, um das ganze Konstrukt zu halten. So. Und wir müssen jetzt erstmal schauen, freifräsen, um zu schauen, wie weit geht der Riss denn in diesen Dom rein, in diese Unterseite, Innenseite. Genau, wir müssen also das alles wegfräsen und ich glaube, dann kappen wir auch direkt diesen Montagestopfen da oben. Genau, den und werden wir mit zuschweißen, weil es ist auch eine Stelle, da geben wir Spannung drauf. Vielleicht ist deshalb auch dieser Riss hier entstanden, weil hier zu viel Spannung durch den Stopfen drauf kommt. Das ist durchaus möglich. Ne? Also die alten M20-Köpfe und so weiter, ne? Die haben ja auch dieses Problem, dass die oftmals vom Schraubstopfen aus wegreißen. Da gibt es aber noch zusätzliche Probleme, die faulen einfach von innen dünn und so weiter. Ja. Aber diese Stopfen sind dann immer eine Schwachstelle von da aus. Sie haben Kerbwirkung durch das Gewinde, was geschnitten wurde und so weiter.
raus mit dem Zeug. Also das wird dann auch weggenommen und zugeschweißt werden. Ja, kann man sich überlegen, hier gibt es noch einen davon, ob man den vielleicht auch direkt mit eliminiert, um da die nächste Gefahr zu bannen. Ja, muss halt immer bezahlt werden, weil sonst können wir sie nachher alle machen irgendwo. Ne? Ja, ne, hat nur zwei Stück, hat er nur drin. Ne? Okay. Mehr ist das nicht. Aber das sind, glaube ich, die Knackpunkte. Bei diesen hier, den Schraubstock. Genau. Ich gucke immer durch die Kamera und dann sehe ich das nicht, wo du hin. Das heißt, den meint er. Okay, alles klar. Da gibt es noch einen zweiten. Ja. Und die Köpfe sind ja dafür bekannt, egal ob es die als 320, 325, 328, dass die ja oben diese Rissprobleme haben. Ja. Mal mehr, mal weniger, mal wirklich hier extrem schon ausgebildete Risse, teilweise Risse Richtung Ventilführung. Mittlerweile werden diese Köpfe auch schon mit Gold aufgewogen. Das ist nicht mehr, dass man so ein Ding an die Ecke kriegt. Das ist den sollen wir auch retten. Also der kam hier hin wegen diesem Problem. Dann haben wir uns gestern die Ventilführung angesehen, haben gesehen, dass die auch mörderisch verschlissen sind, ohne das jetzt mal genauer zu kommentieren. Wir werden den Kunden auch hier anbieten. Also man kann das Ventil reinstecken und kann den Tennisball noch mit durchschmeißen. Ja, ich sage immer die Salami durchs Scheunentor. Ne? Genau so ist es. Das ist also verschlissen und gerade wenn das Ding auch im Rennsport eingesetzt wird, das darf natürlich dann nicht sein, dass man Ventilführung hat, wo das Öl so durchläuft und wo das Ventil seine Wärme nicht abgeben kann. Hm? Gut, das heißt, wir werden hier auch Angebot machen für Sitzekultur. Genau, wir machen so ein komplettes Angebot, was Sportsitze. Die Sportsitze angeht, was die Führung angeht. Und Kanalarbeit vielleicht. Wir bieten zwar mit an, wir haben ja ein sehr schönes Kanalprogramm, so einen gewissen Alpina-Style, wo der Kanal auch wirklich erweitert wird, was auch leistungsmäßig wirklich auch etwas bringt und was bedacht ist. Also nicht nur so ein Rumgeschrubbel mit irgendeiner Fächerschleife oder sowas, sondern da wird richtig was ausgeräumt, da geht richtig was raus. Genau. Und das bringt auch am Ende wirklich was, aber das muss natürlich auch bezahlt werden, das ist ganz klar. Das heißt, man muss sich immer im Vorfeld überlegen, was will ich, was ist mein Ziel und dann kann man natürlich auch Zylinderkopf wie auch Motorblock entsprechend darauf aufbauen, Kurbelwelle erleichtern oder Wuchten nitrieren und. Alles möglich, alles machbar. Man muss halt nur wissen, was ist sinnhaft. Ja, es ist ja schon ein Sportmotor. Der Kunde sagte als Angabe, also auf dem Leistungsprüfstand hätte der Motor mit 200 Liter 220 PS. Ja. Ich nehme an, wenn wir da ein bisschen Hand dran anlegen würden, dann würde da auch noch etwas mehr bei rumkommen. Ja. Da gehe ich mal sehr stark von aus. Wir schreiben unser Angebot. Jetzt wissen wir ungefähr, was wir an Aufgaben haben. Und dann läuft das eben parallel zu den ganzen anderen BMW-Köpfen, die hier so rumgeistern. Hier kann man ja auch mal gerade hingucken. Thomas, was ist das hier? Du weißt es besser. Ja, da steht immer noch auf dem Ständer seit einigen Wochen der gute, ehemals M5-Motor, der jetzt im E30. Werden wir auch komplett revidieren. Da wird es vielleicht ein separates Video für geben. Aber ne, solche Sachen sind keine Seltenheiten hier. Das Ding frisst auch Öl wie Hulle. Ja. Und das werden wir auch komplett durcharbeiten müssen. Ja, Blick da sieht man mal, in den Kopf. Ja. Wie gesagt, da steht jetzt schon ein paar Tage hier am Ständer. Wir sind leider arbeitsmäßig noch nicht dazu gekommen, das Ding zu zerlegen. Macht aber auch keinen Sinn, das auseinanderzureißen, dass in Ecken rumliegt. Hier muss man wirklich mit klarem Kopf dran gehen und das Ding in Ruhe zerlegen. Wenn er dran ist, ist er dran. Ne? Dahin legen. Okay. Gut, dann würde ich sagen, Thomas, ich lasse ihn in Frieden. Ja. Und hier die Suppe kann noch ein bisschen. Genau, hier fräsen wir nachher mal auf und vielleicht kann man dann noch einen Blick da reinwerfen, wie es dann da aussieht und was wir da eventuell retten können oder was leider verloren ist. Ja. So machen wir's. Thomas, ich würde sagen, bis später, gell? Bis später. Thomas, der Tag heute, der reißt nicht ab, ne? Er bleibt spannend. Du hast hier was? Ich habe hier was aus dem Hause BMW, aber BMW Alpina. Okay. Also ein Leckerbissen. Spaßmaschine. Ne? Eine Spaßmaschine, genau. Das Pendant zum M, ich würde nicht sagen, vielleicht nicht günstiger sagen, aber vielleicht ein bisschen was nicht so technisch umfangreich. Ne? Okay, vielleicht ganz kurz. Ich glaube, über den Motor werden wir dann auch noch ein Gesamtvideo machen oder einen Film. Auch noch. Hier ein Appetizer, so sagst du immer. Ne? Ja. Also Appetitmacher. Und der Motor ist hier gestrandet aufgrund von Ölversorgungsproblemen. Ne? Ölversorgungsprobleme, Wasserverlust, ich sag mal Alterungsschäden. Nicht mehr gesund. Ja, nicht mehr so ganz gesund. Und wir haben jetzt demontiert, hängt noch hier am Ständer, der Block muss noch gereinigt werden. Der Rest liegt schon da, soweit vorgereinigt, dass wir alles vermessen. Ich gehe mal hin, über Ursache und Wirkung werden wir in unserem Video sicherlich berichten. Genau. Aber Kolben können wir uns gerade mal angucken, da sieht man auch schon, dass die
eben nicht seriennah sind. Es ist ein bisschen anders, genau, ist halt ein Mahle Schmiedekolben, der hier verbaut ist. Ich war erster Annahme, okay, Alpina, ja, die werden bestimmt, ist ein 3,3 Liter, die werden vielleicht mit der Kurbelwelle was gearbeitet haben. Aber es ist nicht so, die haben das Ding nur aufgebaut bis zum letzten. Man sieht es auch hier schön in den Stegen. Ist nicht, also viel, ist nicht wirklich ist Platz, nicht mehr viel Luft. Was auch für uns dann die Herausforderung gibt, das Ding wieder zu richten. Also hier ist natürlich dann auch die Problematik gegeben, wenn so ein Ding durch ist, da ist nichts mehr mit Büchsen setzen oder sowas. Da ist kein Platz mehr. Nee, genau, da ist nichts mehr. Man muss halt wirklich, wenn hier mit Kolben arbeiten, die angefertigt werden, wenn man nichts bekommt, sagen wir mal, wenn wir kein Übermaß kriegen oder so, ne? Dann müssen wir schauen. Okay, dann gucken wir uns mal gerade hier, ja gut, gibt es eigentlich nicht viel zu sehen, ne? Hier liegt unsere Ölwanne. Sammelkiste, genau, hier so kleine Schäden schon, also hier Nockenwellenschäden, Nockenwellenlagerung. Das sind so die ganzen Geschichten, die uns bei solchen Sachen dann immer erwarten, die wir dann sehen. Was vielleicht als Information dazu kommt, jetzt gar nicht ausgeprägt als Information, aber hier hat man Gutes versucht, dem Öldruck auch auf die Sprünge zu helfen, hat damit den Motor eigentlich ruiniert. Ja, ne? Genau. Aber mehr dazu gibt's im nächsten Video. Ja, im Film dazu. Pause. Pause, genau so ist es. Pause. Ja. Der Thomas, der Meister aus Grimms Märchenstunde, der hat jetzt hier wieder genau unser wie heißt das Ding, was immer um das Feuer tanzt? Rumpelstilzchen. Rumpelstilzchen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich BMW-Köpfe in Arbeit habe. Und hier haben wir vor uns einen N54. Nordpol 54. Nee, ich höre jetzt auf. Wir reden vernünftig, wollen nicht albern werden. Ja. Den also haben wir jetzt letztes Mal schon gesehen gehabt, vor der Bearbeitung. Kanalbearbeitung, also das, was machbar ist, wofür wir ein Programm anbieten können, was kanaltechnisch bei uns machbar ist. Thomas, ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Ja? Ist der für einen Turboumbau oder ist der... Nein, ist ein normaler Direkteinspritzer-Sauger. Also vom Kunden haben wir keine Informationen, ob es ein Turbo werden soll. Wir gehen erstmal von einem normalen Sauger aus oder ja, Sauger, Direkteinspritzer und haben dementsprechend Modifikationen vorgenommen. Okay, gut. Mhm. Dann gucken wir uns das mal an, was wir hier haben und wie das Ergebnis aussieht nach dem entsprechenden Bearbeiten der Kanäle. Man sieht unten drin, dass so ein bisschen was glänzt. So, jetzt glänzt es etwas mehr. Die Sitze sind noch nicht gemacht, da hat der Thomas noch nichts dran gemacht. Wir haben uns jetzt erstmal um die Kanalbearbeitung gekümmert. Genau. Ventilführungen dürfen noch draußen sein? Ja, sind sie auch. Die sind draußen, ja. Da ist die Kanalbearbeitung komplett schon passiert, also die CNC-Bearbeitung. Dann gucken wir mal von draußen durch den Kanal am besten rein, oder? Ja. Dann nehmen wir doch hier vorne die. Genau, nehmen wir erstmal die Außenseite. Abgasseite genannt. Und da sehen Sie, das sieht doch gar nicht mal so ganz schlecht aus. Wir haben ganz ordentliche Zuwächse da hier. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, was wir insgesamt hier bei dem Zylinderkopf haben, vorher, nachher. Aber ich meine so um die 3 mm Zuwachs im Durchmesser. Einlassseite gucken wir uns auch mal vielleicht gerade an. Da heben wir den Kopf mal hoch. Das ist jetzt noch, muss man sagen, im Rohzustand der Kanalbearbeitung. Hier in der Einlassseite hat sich auch eine ganze Menge getan. Genau, wir sind mal gut 1,5 mm, 1,7 sind wir da gewachsen. Taschenlampe, Robin, hast du eine Taschenlampe? Ja, warte mal, mal gucken. Womit wir den Kanal mal leuchten? Oh, der Thomas hat auch eine. So, das ist aber eher ein Funzelchen, ne? Das ist ein armes Licht. Ja, das ist ein ziemlich kleines armes Licht. Muss ich mal jetzt Chef, geht so weit gerade mal ganz schön. Muss ich mal mit dem Chef reden, ob der mir mal eine neue kauft. Der Robin, der hat neue Lampen uns rausgesucht. Die hat Janine schon bestellt. Die sind richtig geil und klappbar und die kannst du in jede Hosentasche stecken. Also Kanalarbeit hat sich eine Menge getan. Jetzt kommen natürlich die Führungen rein. Die Führungen, sollten wir die bearbeiten? Führungen werden strömungsgünstig noch mit abgeändert, ja. Okay, die kürzen wir dann ein, werden konisch gestaltet. Manchmal, wenn es Hardcore-Rennköpfe sind, dann kommen die auch schon mal wirklich aus dem Kanal komplett raus. Hier sieht man jetzt zum Beispiel, wenn Sie jetzt mal reingucken, viele werden jetzt sagen, ja, der ist doch gar nichts bearbeitet worden. Auf der Unterseite, ja, guck mal, von hier oben. Ja. Da sieht man wenig, da ist also hier, ja, da ist der Kopf so gesehen noch im Rohzustand, ja, all dieweil man da nicht sehr viel Material hatte, was man wegnehmen kann. Ja, und wir wollen von möglichst oben genau in dem Kanal rein. Es ist jetzt so ausgelegt, dass das Saugrohr im oberen Bereich noch sehr viel Futter hat und somit auch so ausgefräst ist. Und das, ja, ich falle nochmal ein Wort, Entschuldigung, weil wir von oben in den Zylinder einströmen wollen, also nicht hinten auf eine 90-Grad-Kehre kommen wollen, sondern den Kanal entwinkeln, ja, also den Winkel weniger steil. Schon etwas anstellen. Wollen. Genau so ist es. Danke, Thomas. Und dadurch nehmen wir hier oben weg und in den Seiten was. Ne? Mhm.
Gut, also das wird ein M54-Kopf. Da hinten liegt ein M50-Kopf, der auch Kanalbearbeitung entsprechend bekommen hat. Ja. Und ich glaube, der ist so ein bisschen angelehnt wie an diese Alpina-Köpfe. Ja, ne? Ungefähr. Also wie gesagt, wir haben uns da unser eigenes Programm ja zurechtgelegt. Wir werden es demnächst auch mal anhand von Messdaten mal zeigen können, genau, wie stark diese Bearbeitung Einfluss auf die Fließgeschwindigkeit hat. Nicht Thomas, Schließ, sondern Fließ. Fließ. Was wir demnächst auch vielleicht mal machen, ist einfach mal zeigen, so einen Kopf auf der Fließbank. Dann ist natürlich immer mächtig viel Arbeit, das entsprechend einzurichten und vorher, nachher zu dokumentieren. So eine Fließbank ist extrem laut, also wenn die also voll auf Leistung geht und beide Motoren am Arbeiten sind, vorausgesetzt, das ist sinnhaft bei dem Kopf, den wir dann im Einsatz haben. Ja. Das ist aber düsenjägermäßig, ne? Also das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Gut, das ist, hinten hast du noch was Interessantes liegen, das ist ein Lancia, ne? Im Hintergrund haben wir noch, also hier haben wir ja ein CNC-Bearbeitungskopf, der maschinell bearbeitet wurde. Und hier Lancia-Kopf, der ist von Lancia Beta, ist der. Ein 2 Liter. Noch kannst du drauf liegen, noch ist nicht viel geplant. Ja, noch nicht viel passiert. So, und der Kopf, der ist händisch komplett bearbeitet worden. Das ist natürlich auch eine andere Nummer in der Sachen Arbeitszeit. Ne? Ja, Klausel, natürlich, Klausel. Na klar. Also der Kopf hier, Arbeit, daran ist Arbeit für den ganzen Tag. Ne? Also hier war wirklich, die Brücke war 45er Vergaser angepasst auf den Kopf und auch verstiftet das Ganze. Und hier ist auch halt, der Kopf ist da extrem geweitet worden. Man muss schauen, dass die Kanäle alle gleich im Volumen soweit bleiben. Das machen wir mit Innentaster. Das ist eine mühselige Arbeit. Immer wieder einzelne Markierungen auf dem Innentaster und dann vergleichen. Links, rechts und so weiter. Auslastbereich, also wie extrem der Auslastbereich nachgearbeitet wurde. Ja? Weil dort sehr viel Fleisch noch war. Ne? Mühsam. Der Kunde wartet schon lange auf den Kopf. Bei den Kanalarbeiten, die händisch gemacht werden, haben wir Lieferzeiten jenseits von einem halben Jahr. Die gehen teilweise bis zum Jahr rein. Eigentlich nehmen wir gar nichts mehr an auf dem Gebiet, ne? Weil im Moment ist das Lager gefüllt und es nützt hier nichts, hier immer weiter reinzustellen reinzustellen und die Kunden wünschen dann nicht mehr befriedigen zu können. Ja, Thomas, ich würde sagen, Arbeit ist genug da. An der BMW-Front, genau. Genau. Ja, und ich würde sagen, geht's jetzt weiter. Bis später. Führung bereit machen, Führung reinmachen und danach kann man die Sitze fräsen und da werden wir natürlich auch wieder dabei sein. Alles klar, bis dahin. Bis Tschüss, später. Thomas. Mike ist gerade mit unserem arabischen Kollegen beschäftigt, mit Bakut. Bakut. Okay, dann wird gerade jetzt irgendein Kopf für Bakut gemacht, ist egal. Nein, Backcut. Ach so. Wir hatten Kunden, die fragten, was denn der Bakut ist. Jetzt kapiert sogar der Chef das selber. Ja. Bei uns, wenn, ich zeige das mal gerade hier, wo wir es nicht haben, da haben wir ein Auslassventil hier. Das ist ein Einlass, der kriegt das auch noch. Der hat das noch nicht drauf. Ja. Haben wir schon ein fertiges auch noch? Ja, hat der Mike da stehen. Ach, du machst die gerade? Vergleich. Dann ist das doch wunderbar. Dann, wir nehmen mal die Lampe hier weg. Pass mal auf, so, dann siehst du auch nichts. Blende die mache ich mal an. Und Sie sehen das hier schon, was der Mike gezaubert hat. Hier haben wir das Originalventil im Prinzip und hier haben wir ein Backup drauf. Das heißt, der Fließwinkel aus der Tulpe raus auf den Dichtsitz ist wesentlich homogener. Und das bezeichnen wir, oder ihr, als Bakut. Back und Cut. Als Bakut. Für Bakut. Und der Amerikaner oder Engländer würde jetzt sagen Backcut, also genau. Dieser Schnitt, der da oben im Hinterschnitt, also hinten sitzt. Gut, okay. Thomas, du hast den Kopf aber in Arbeit von unserem N54 Jawohl. Hier. Und man sieht jetzt hier die Einlassseite, die du bearbeitest. Und ich glaube, da kannst du mehr zu sagen, weil es ein bisschen mehr Aufwand ist wie ein normales Sitzschneiden. Ne? Ja. Also Sportschiss, Sitze fräsen heißt halt auch immer, dass man mit mehreren Messern teilweise arbeitet, in mehreren Winkeln arbeitet, um die bestmögliche Strömung um den Sitzring, ums Ventil aus dem Sitz raus zu bekommen. Mhm. Und hier haben wir es jetzt auch. Also wir haben jetzt mit unserem Messer vorgeschnitten, also das normalerweise unser Sportschiss-Messer ist. Und man sieht jetzt hier auch schon, wenn man näher kommt, wir haben die nach außen, unseren Sitz, Innenkorrektur ist auch schon was gekommen, aber wir wollen noch ein bisschen mehr. Wir wollen halt schön den Übergang bis zum Kanal hinbekommen. Und jetzt gehe ich hin, tue halt noch mit einem speziell dafür angefertigten Radiusmesser
innen drinne weiter etwas ausschälen. Ja. Das heißt, wir haben ja hier drei Winkelmesser, ne, um den Prozess zu verfeinern und schneller auch zu gestalten. Da gibt es dann Sportgeometrien, aber hier muss der Thomas wirklich individuell dann nochmal angepasst nachhelfen, um das auch an die Kanalarbeit sauber anzupassen. Und Sie sehen da unten diese Oberfläche wie vom Regenwurm. Ne? Ja, die ist gewollt. Die ist gewollt. Ne? Die ist im Prinzip durch die mechanische spanende Bearbeitung dann entstanden. Und man könnte das auch wesentlich glatter machen, aber diese Rautiefe, die ist tatsächlich gewollt. Und auf diesen kleinen Taschen, die wir damit erzeugen, haben wir kleine Luftwirbel und der Hauptluftstrom gleitet darüber dann deutlich schneller. Und wenn er schneller gleiten kann, haben sie auch mehr Füllung. Und mehr Luftfüllung bedeutet gleichzeitig auch, wenn Sie die entsprechende Kraftstoffmenge hinzuführen, mehr Leistung. Gut, okay. Ja. Dann haben wir hier jetzt deinen Messerkopf. Jetzt haben wir unser Messer, unser extra spezielles Messer für den Innenradius noch was reinzuziehen. Ja. Und damit gehen wir jetzt hier rein und gucken, dass wir den Innen noch etwas beiholen, dass wir auf Kanaldurchmesser jetzt kommen, da der Kanal ja etwas geweitet wurde und dass wir jetzt einen schönen homogenen Übergang vom Kanal zum Sitzring bekommen. Okay, ich habe jetzt gerade so ein bisschen ins Licht gehalten und Sie merken, was meine Kamera macht. Die versucht hat, ein bisschen auszugleichen. Deswegen ist es besser, wenn ich in die Lichtquelle nicht da reingucke. Das ist ja geil, Thomas. Nur für dich. Nur für mich. So, jetzt sieht er doch besser aus. Ja. Gut, okay, das heißt, du machst jetzt die Einlasssitzringe hier soweit fertig. Einlass erstmal fertig machen, ja. Und dann geht es an die Auslässe. Die werden uns hoffentlich ein bisschen weniger Arbeit machen. Ja, was heißt weniger Arbeit machen? Man will es halt so gut, wie es geht, gestalten, das Ganze. Ne? Man kann den Sitz einfach nur fräsen, man kann auch einfach den Sitz umgestalten, dass er auch nachher einen wirklich einen Effekt auch bringt. Effekt hat. Ja. Und eins muss man auch sagen, der Kunde bezahlt ja dafür eine Menge Geld, ist also nicht so, dass man sowas für 3,50 Euro kriegt. Und dann hat er auch den Anspruch oder darf den haben und sollen auch bekommen, dass er bestmöglichst an Wirkung erzielen kann mit seinem Kopf. Und dann geben wir uns natürlich an der Stelle auch entsprechend Mühe, dass man das Ergebnis auch so umsetzen, wie er sich das wünscht. So viel Mühe wie bei jedem anderen Motor auch. So ist das. Ja. So, und ach, hast du schön gesagt. So, jetzt bin ich sprachlos. Ja. Thomas, was sind die nächsten Schritte? Nächster Schritt wird, einer Seite machen wir jetzt fertig, innen. Dann schaue ich mir außen an, ob ich vielleicht außen noch ein kleines bisschen den Übergang hinbekomme. Vielleicht noch den Außenradius. Zum Brennraum hin? Ja, man sagt dazu, den Ringspalt etwas mehr herstellt. Ja. Und wenn das passiert ist, gehen wir an die Auslassseite. Auslassseitig haben wir natürlich auch etwas, was wir hier rausschälen müssen. Du hast gerade deinen Wurstfinger wieder benutzt. Sehen Sie was, da ist dem Thomas sein Finger und hier ist auch sein Name dazu. Und das passt wunderbar. Wer Interesse an so ein Mauspad hat, der kann das auf unserem Shop übrigens kaufen. Und gucken Sie sich einfach mal um auf den Shop. Vielleicht finden Sie da auch das eine oder andere, was für Sie interessant sein könnte. Technischerseits und auch rein Gimmicks, was lustig ist, vom T-Shirt bis zur Taschenlampe werden Sie alles finden. So, jetzt ist mein Finger da, jetzt muss deiner auch noch dahin, ne? So, aber meiner ist sauber, das bedeutet Bürohengst. Ja. Och, was eine blasse Hand. Wer hat mehr Wurst? Ja, eindeutig du. Du bist der Gewinner. Naja. Ich nehme das Mauspad mal weg. Sie wissen das entsprechend zu deuten. Absolut Eigenwerbung, keine Frage. Wie? Thomas. Ich bin gerade an Bratwurst und Essen. Das kann auch sein. Was sind die nächsten Schritte? Ja, wie eben schon gesagt. Einlass fertig, dann an den Auslass gehen, planen und dann Feierabend zu machen. Feierabend? Okay. Ja, gleich. Gut. So, der Thomas ergraut mit Schutzbrille. Haha. Hat hier. Brille, ja, grau. Innerlich ein junger Hüpfer. Ja, bringt das Alter halt zu mir. Hier ist sein N54-Kopf. Fertig gefräst. Sitzt auch auf der Auslassseite mittlerweile gefräst. Und er hätte mich nicht gerufen, wenn er nicht zufrieden wäre. Oder? Ja. Ist das so? Ja, ja. Man sieht noch die Reste im Kanal hängen. Ich habe sie extra mal drinnen gelassen hier, wie viel jetzt da auch wirklich rausgekommen ist. Ja, und ich habe es auch hier mal drauf geschrieben, der Durchmesser ist um 1,2 mm gewachsen im Auslasskanal. Ja, das ist geil. Ja, ne? Also innen im Einlassbereich um 1 mm, weil die schon recht groß waren, aber trotzdem Millimeter ist es auch noch geworden. Wir reden jetzt vom Ventilbereich, was an den Sitzring weggekommen ist. Genau, ne? Und was der Kanal am Ventil sitzt, größer geworden ist. Genau, ne? Also durch das Sitzfräsen. Der Kanal selber ist natürlich durch das Fräsen insgesamt wesentlich größer geworden. Nicht, dass man meint, er hat nur 1 mm Zuwachs. Aber der Durchlass am Ventil. Ja, okay. Ja, das sieht doch gut aus. Und wir schauen uns das nochmal näher an.
näher an. So, und dann sehen Sie auch, dass vom Sitzring selber, Einlassseite und so weiter, nicht mehr viel steht. Und das Ganze glänzt ja wunderbar. Das ist ja elstermäßig toll. Ja. So. Extra Elsterglanz benutzt. Eine Tube. Gab es doch mal Elsterglanz. Ja, habe ich auch zu Hause. Ja, was gab es denn noch alles früher? Polydor zum Tische putzen. Ja, viele schöne Sachen gab es. Viele schöne Sachen gab es. Ne? Also die alten Hasen, die wissen das besser einzuschätzen wie das Jungvolk, was aber oftmals mit diesen Autos dann fährt. Ja. So, und hier gucken wir jetzt nochmal rein in die Kanäle. Dann sehen wir auch nochmal schön, wenn ich die Kamera mal ruhig halte. Ich wollte mal gerade am Meer durchblasen. Hast du so ein bisschen Licht von hinten? Von hinten Licht. Das ist aber erbärmlich, was du mir jetzt da bietest. Aber es reicht, dass wir reingucken können. Jetzt sieht es ungefähr aus wie in Attendorn in der Tropfsteinhöhle, in der Atterhöhle. Nur, dass wir keine Tropfenbildung haben. Ja, häng mal deine Ventile rein. Ich gucke, glaube ich, in das falsche Loch. Da bist du. Ja, und dann kann man auch mal schön gucken, wie es denn mal so aussehen würde, wenn er arbeiten würde. Ja, freier Durchgang für alle. Genau. Jetzt kommt ein anderes Ventil, kommt noch ein Backup mit dran. Ja, okay. Wir sehen zwar schon von der Form her wirklich schön, also von der Grundform, vom Grundventil, aber da ist auch noch ein bisschen Potenzial drin, was man außen ändern kann. Gut. Hat mir nicht gestern die Ventile dazu gezeigt, die schon in Arbeit waren? Oder nee, wie war das? Das waren andere. Das war von einem Corrado. Achso, alles klar. Da war von, ich glaube, also wenn es zusammengeschnitten wird, entsprechend sehen Sie es mir nach. Ich habe das nicht auf dem Schirm. Aber Sie haben zumindest dann gesehen, was ein Backcut ist. Genau, die. Das war doch Bakut. Bakut, genau, unser osmanischer Kollege Bakut. Okay. Gut, also dann werden wir diese Ventile, die werden dann entsprechend genommen? Die sind die Einlassventile für diesen BMW. Okay, also das sind aber dann Gebrauchte, die aufbereiten. Nein, das sind neue? Neuen, ja. Okay. Die sind halt, die werden gehärtet sein oder beschichtet sein. Ja, sehen so ein bisschen sind so leicht schimmerig aus. Okay, ich versuche es jetzt mal einzufangen und durch die Kamera zu sehen. Sie sehen das hier oben drauf, gefällt uns das so oder so auf jeden Fall nicht. Das heißt, diese Fläche wird nachgearbeitet, hier unten kommt ein Backcut drauf und dann haben wir am Ende auch ein schön fließendes Ventil. Ja. Was für ein Hersteller war das hier, die Ventile? Hat der Kunde die angeliefert oder haben? Nee, haben wir besorgt. Da fragst du mich jetzt. TRW oder keine Ahnung. TRW, genau, oder sonst irgendwas. Ja, TRW, also mal. Es sind aber keine Sportventile gewesen. Nein, sind keine Sportventile. Okay. Es gibt für den in dem Bereich keine Sportventile. Gut. Ist leider nichts im Angebot. Also dann verwenden wir in der Regel immer die Ventile, die zu bekommen sind, in bestmöglicher Qualität. Entsprechend beschichtet, wenn beschichtet bei den Auslassventilen und so weiter. So, die sind hart verchromt, ja, und der Teller unten ist gepanzert. Genau. Okay, und so sehen dann unsere Auslassventile aus. Die sehen auf jeden Fall deutlich schöner aus wie unsere Einlassventile, also weil wir noch dran arbeiten, ist es eben. Ja, es kann gut sein, dass die halt beschichtet sind, deswegen diese angelaufene Form. Ja, genau. Aber wenn wir gleich an den Ventilen was machen, werden wir ja nichts am Sitz machen, sondern nur oberhalb des Sitzes oder auf und dem Teller. Und dann Backcut, Fließwinkel von der Tulpe im Prinzip zum Sitz. So gesehen, wir werden keinerlei Beschichtung am Sitz selber abnehmen. Okay. Thomas, dann lasse ich dich wieder in Ruhe. Das heißt, der nächste Step ist planen, wa? Einmal planen, dann heißt es zusammenbauen und dann den Kunden glücklich machen. Alles klar, dann machen wir den Kunden dann glücklich. Ja. Okay, bis später. Bis später. So, los geht's. So, los geht's. Der Kameramann hat gesagt, los geht's. Thomas, los geht's. Fertig ist. Na? Fast fertig. Noch nicht ganz zusammengebaut. Endspurt, aber ich glaube, Thomas, das sieht gar nicht so schlecht aus, was wir hier haben. Unsere Videos haben ja vorher schon kommuniziert, Kanalarbeit ist gemacht worden. Sitze hast du jetzt alles soweit fertig. Sitze geplant, also jetzt auf, wie viel hast du runtergenommen? Normaler Bereich ein Zehntel. Okay. Ja, also so, dass er gerade sauber ist. Ja, er hatte ein paar Kleinigkeiten gehabt. Man weiß auch nicht, was für eine Vorgeschichte der Kopf jetzt hatte. Ne? Der Kunde hat sich den Kopf gekauft und hat gesagt, baut mir den auf. Und auch zur Vorgeschichte jetzt einfach mal. Die Köpfe, die haben vorne Ventile eingeschraubt seitlich. Und die erzählen einem auch immer so eine Geschichte. Die Ventile sind nachher so Druckhalteventile für die Hydros, für den Phasensteller, für die ganze Geschichte. Und hier sehen wir auch schon schön, hier auf dem hier, so leichtes Glitzern drauf. Ja. Aber der ist eigentlich noch der beste. Wenn wir uns dagegen den anderen angucken,
Hier lacht einen selbsterklärend Blinke Bill und seine Freunde und der Ruß an. Ne? Ja. Und so sah der Kopf ja auch von innen aus, also zumindest so berußt. Wir haben jetzt wirklich so gut es geht gereinigt, auch von dem ganzen Schmodder, der da drin ist. Und der hat schon gut gelitten. Und wenn man sich das hier anguckt, ist das so ein Zeichen dafür, das Ding hat bestimmt irgendwie einen Lagerschaden gehabt. Und deshalb ist der Motor geschlachtet worden. Schön bunt, wie ein Pollager oder sowas. Ja. Gut, okay. Zylinderkopf wird aber schön. Wir gucken uns auch mal nochmal die Einlassventile an. Vielleicht mal einmal einen Blick drauf werfen. Ich stelle es mir hin, damit man das zoomen kann. Hier haben wir also hier unten die Dichtfläche. Das Ventil wird wirklich ausgenutzt. Der Sitzring ist so gefräst, dass wir die Außenkontur der Dichtfläche wirklich nutzen. Und das, was wir nicht brauchen, haben wir hier weggeschält. Deswegen sind auch die Sitze sehr sportlich ausgeführt. Und diesen Bereich, der ist nochmal zusätzlich angeschliffen worden und um einen schönen Tulpenübergang auf den Ventilsitz zu haben. So ist richtig? Ja, gut. Schön erzählt. Schön erzählt, aber doch verholpert. Ja, also Thomas ist in der Endphase, Kopf sieht gut aus. Ich denke mal, nach dem Mittag ist das Ding zusammengeschraubt. Ja, die Federn sind noch gerade in Reinigung. Ja, okay. Die waren noch recht gut schmockig und dreckig. Ja, wenn das Ding dann da durch ist, dann kann der Kunde dementsprechend aufbauen. Die gibt es natürlich immer neu. Wir hatten letztens irgendwo die Diskussion gehabt, da sagte einer, wir montieren die ohne Hütchen. Ja. Also natürlich draußen, liebe Leute, benutzt die Hütchen, ist in Ordnung, macht man nichts mit verkehrt. Keine Frage. Uns dürfen sie vertrauen, wenn wir jetzt zum Beispiel Einrillerventile haben, das Ganze gut eingeölt ist, wir eine Führung haben, drehen die Ventile dann entsprechend ein. Wir haben keine Schrottventile, die scharfe Kanten oder sonst was dran haben. Dann kann man das machen. Benutzen sie die ruhig, sie machen nichts verkehrt. Was sie auf keinen Fall machen dürfen, ist die dann später das Ventil nochmal rausziehen, weil man denkt, man muss nochmal Ventile einschleifen. Das dann ist tödlich. Ja. Also seit den Jahrzehnten, wo wir schon die Motoren bauen, haben wir daher keinerlei Probleme gehabt, was die Montage der Schaftstimmung angeht. Auch wenn das Ventil danach noch durchgeschoben wird. Wichtig ist, das Ventil nicht rausziehen, wenn die Schaftstimmung montiert ist, dann ist die Dichtlippe wirklich kaputt. Ist wie ein Wellenlichtring. Ja? Genau, also eindrehen mit viel Öl und langsam, gefühlvoll, dann passiert der Ventildichtung, Ventilschaftdichtung passiert dann nichts. So. Ja. Gut, okay, Thomas, dann kann man jetzt noch sagen, zusammenbauen das Ding. Noch draufschreiben, was wir abgeplant haben. Ne? Ja. Und dann können stempeln. Wir die Rechnung schreiben, stempeln, genau. Und dann haben wir einen sehr schönen Kopf, oder der Kunde hat einen sehr schönen Kopf, den er auch wirklich dazu nutzen kann, um dem Autochen oder dem Motor richtig Leben und Luft einzuhauchen. Natürlich muss ich jetzt gucken und den Kopf auch entsprechend abstimmen. Das heißt, er hat ja dafür Sorge getragen oder wir mit unseren Maßnahmen, dass der Kopf in der Lage ist, mehr Luft zu nehmen. Jetzt muss man natürlich auch gucken, dass die entsprechende Kraftstoffmenge dazu kommt. Wenn das ein Lambda-gesteuerter oder mit Lambda-Sonde arbeitender Motor ist, dann ist das Lambda 1. 14,7 Anteile Luft, ein Anteil Kraftstoff. Der Motorsportler will ja ganz andere Regionen erreichen. Das heißt, er redet dann nicht von Lambda 1, sondern 0,85, 0,83 oder je nachdem. Das heißt, er reduziert den Anteil von Luft und gibt mehr Kraftstoff. Emissionstechnisch ist natürlich nicht das, was Greta sehen und hören will, aber leistungstechnisch braucht er dann auch zu der Luftmenge, die er bekommt, und das ist mehr, dann auch die entsprechende Kraftstoffmenge und dann vielleicht auch noch das andere Übersetzungsverhältnis, dass er vom stöchiometrischen Gemisch abweicht. Gut, das war jetzt ein bisschen Theorie. Thomas baut den Kopf fertig und dann gucken wir mal, ob das Ding auf der Straße mal Streifen machen kann. Vielleicht. Ja, wir machen es nicht, macht der Kunde dann. Dann genau. Sagen wir später, ne? Bis später. Der Lars? Der Thomas? Endstadium unseres BMW N54 BMW Kopf Endstadium, genau. Wir kommen langsam durcheinander, N52, N54, M50, M-Gedönsratshausen und so weiter. Langsam ist Kirmes im Kopf. Ja. Gut, also hier haben wir einen N54. Der Thomas hat den fertig gemacht und wir sind zufrieden. Ende aus Mickey Maus. Ja. Mehr gibt es nicht mehr zu sagen. Ja, Sie sehen hier im Prinzip das fertige Produkt. Ja, die letzten Bilder, die wir hatten, waren ja gewesen, wie der Kopf zerlegt noch da gelegen hat, wo er dann zusammengesetzt wurde. Und jetzt ist alles da drin, alle Ventile drin, Federn, der ganze Krimpel zusammen. Wir haben relativ wenig geplant, das wollte der Kunde auch so haben. Ja, so, dass er gerade sauber ist. Ne? Also ja. Er hatte ein paar kleine Stellen, die nicht so schön waren und dann musste man halt so lange darüber fahren, bis er dann halt sauber ist.
Nutzt ihr den weiter als Sauge oder kommt dann Turbo drauf? Das ist ein Turbo schon. Ja? Achso, okay, alles klar. Hat er schon. Und das ist aus einem 335 ist das. Und das ist halt dieser Turbomotor, 3 Liter mit Turbo. Okay. Und den gibt es halt dementsprechend auch von Alpina. Und ich gehe mal davon aus, dass er eher in diese Richtung möchte damit. Gut. Ja, uns bleibt ja gar nicht mehr viel zu sagen. Bevor wir jetzt alles wiederholen, würde ich sagen, gucken wir uns nochmal einen 24V abgeschnitten an. Ja, genau. Das ist jetzt auch ein Kundenkopf, den wir hier jetzt haben. Den haben wir zur Revision hier, zur Durchsicht, zum Planen, zum Abdrücken, um zu schauen, ob er dicht ist, um den wieder, ich sag mal, startklar für die nächste Saison zu machen. Ich glaube, der fährt noch so ein bisschen Rallye, so Spaß-Rallye, just for fun. Ja, genau. Professionell macht er nichts mehr, nein, aber hat einige von den Dingen rumliegen. Und das war mal ein Sechszylinder vom Opel, wie sie im Omega A drin waren oder im Senator B, 24V. Gute Sechszylinder-Reihe-Motoren, danach ging das los mit diesem NV6 und diesen 2,5 Liter, spätere Upgrade 2,6 Liter und die 3 Liter, 3,2 Liter als V-Motoren. Die Insider wissen, was damit los ist, ich will dann nicht jeden jetzt damit auf die Füße treten. Ich selber bin ein absoluter klarer Fan von den reinen Sechsern. Die sind kraftstoffmäßig überlegen, die sind leistungstechnisch überlegen, die sind drehmomentmäßig überlegen, ich finde die in allem besser. In allem besser, unser Halt noch besser und sind billiger im Prinzip vom Unterhalt her. Das ist natürlich keine billige Geschichte mehr. Das hier, genau, das ist halt das Spezielle an der ganzen Sache. Das ist eine Hommage an die guten 400er Motoren von Opel. Und viele haben sich dann gedacht, in den 90er Jahren, wie sie die ersten 24 Volt Motoren gesehen haben, daraus könnten wir auch einen 4-Zylinder machen und haben es da auch dementsprechend umgesetzt. Der ist genauso umgesetzt, auch viele Sachen dran geändert, abgesägt, hinten eine Platte drauf, Ölkanäle neu gebohrt, Wasserkanäle verschlossen neu gebohrt, Kopfschraubenlöcher umgeändert. Ganz viele Sachen, die man wirklich damit berücksichtigen muss. Manches zugeschweißt, ja. Gut, das sähe bei uns was besser aus. Ja gut, jetzt, dafür ist ja auch hier zum Planen. Ja, ne? Genau. Aber halt, das ist halt eine kleine Leistungskur für einen Motor. Jo, 90er Jahre. Mhm. 2000er Jahre. 2000er Jahre, spielt aber keine Rolle. Der hat in 210 PS gehabt, auf dem Prüfstand. Genau. Nicht das letzte rausgeholt, also und das aus dem Vierzylinder Opel. Ich weiß jetzt gar nicht, was da mal unterbaut. Aus 2 Liter. Aus dem 2 Liter? War also kein 2,4 oder 2,2? Nein, okay. Genau, er sagte 2 Liter. Da geht schon mächtig was vorwärts dann, das Ding geht. Ne? Und sagt er also, da ist nicht darauf ausgelegt gewesen, das letzte rauszuholen, sondern auf Stabilität. Und das Ding ist ellenlang gelaufen damit. Ja. Gut, okay, das war so ein Ausflug in die Opel-Schiene und wird auch die Opel-Jungs freuen. Die werden sich da wiederfinden. Ansonsten bleibt uns hier nichts anderes zu sagen, wie Gruß in die Welt, machen Sie es gut. Genau. Und wenn Sie Bock haben, gucken Sie mal bei uns auf dem Shop, Fanartikel, da ist sicherlich auch das eine oder andere dabei. Der Shop ist neu, der wächst gerade und wir würden uns freuen, wenn Sie sich da mal umsehen. Vielleicht finden Sie was für Ihren privaten Gebrauch und laufen dann demnächst mit dem T-Shirt von Red Hat rum. Machen Sie es gut, Ihr Red Hat Team, Gruß in die Welt. Gruß in die Welt, bis dahin. Tschüss.